Let's hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed. Wir gehen direkt auf Auswählen und auf Fortsetzen und begeben uns in die Welt von Assassin's Creed. Wir hatten einen Attentat beendet, wenn ich mich richtig erinnere. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Wir sind bei dem Gedächtnisabschnitt. Und zwar haben wir Akon hinter uns. Nee, man weiß es nicht. Wir gehen auf Fortsetzen auf jeden Fall mal. Mal gucken, was sich da ergibt. Hochträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie wegen ihnen ihre Krüge fallen lassen. Interessant. Ich empfange auf jeden Fall Informationen. Irgendwelches geistlich-spirituelles... Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ihr. Dann machen wir uns also heute wirklich zum allerletzten Attentat auf. Ich bin fast ein bisschen begeistert, muss ich sagen, dass wir schon so weit gekommen sind. Wow. DNA-Synchronisierung, synchronisiere Rang 8, Erinnerung, neue Fähigkeit erlernt, Kurzschwertmeister, in Klammer Schaden. Sie können im Hof trainieren. Das werde ich jetzt mal lassen, weil das letzte Training im Hof hat jetzt, würde ich mal behaupten, nicht wirklich dazu beigetragen, dass ich irgendwie mehr kann. Ich bin noch genauso noobig wie am Anfang, deswegen würde ich sagen, machen wir uns einfach auf den Weg und schaffen es wieder irgendwie, ohne zu wissen, wie. Genau. So, in Akon gehen wir ins Büro zum allerletzten Attentat. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Sprinten Sie, um Gegner abzuhängen und springen Sie durch Marktstände, um der Menge auszuweichen. Okay, werde ich machen. Wir gehen jetzt nach Akon, um unser letztes Attentatsziel. Ich muss es einfach immer wieder ansprechen. Unfassbar, dass wir schon so weit sind, unser letztes Attentatsziel hier zu beenden. Und da fragen wir erstmal hier den netten Büroleiter. Seid gegrüßt, alter Ihr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor.
Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Altair? Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Schön. Einfach schön zu sehen, wie es hier zwei Freunde gibt, die sich nach langer Zeit wieder vertragen. Ja, wie üblich habe ich mal wieder nicht ganz hingehört, aber was ich mitbekommen habe, ist ein deutsches irgendwas. Irgendwas Deutsches. Ist der Deutsch, den wir töten müssen? Müssen wir, zum Nordtor müssen wir auf jeden Fall. Das habe ich mitbekommen. Wir sind da. Ich würde sagen, der beste Aussichtspunkt momentan würde sich hier befinden. In der Richtung. Da muss ich mal kurz gucken. 3 Nachforschungen müssen beendet sein. Huch. Ja, ich geh schon. So, dann geht's mal hier runter. 50 Meter noch bis zum Aussichtsturm und dann... Entschuldigung, dann ist es. Finden wir hoffentlich diesmal direkt auf Anhieb. Das wäre natürlich was. Finden wir diesmal vielleicht direkt auf Anhieb mal eine Nachforschung, genau dieses Wort habe ich gesucht, direkt eine Nachforschung finden, das wäre mein Ziel hier. Und um das zu erreichen, klettere ich erstmal hier auf das Dach, weil warum nicht, wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Denn wir müssen nach da hinten zu diesem Aussichtspunkt. Und weil der sehr hoch liegt, halte ich es für eine notwendige Sache. Hier erst einmal über die Dächer zu gehen. So. Huch. Ja, oh Gott, jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Da geht's auch nicht hoch, ne? Ja, aber ist das. Das ist schon der Aussichtspunkt, ja. Huch. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Und dann von hier kann man bestimmt nicht nach da. Aber, oh, was sehe ich denn da? Wir können uns doch bestimmt da so rumhangeln. Ich bin etwas irritiert. So, guck mal. So, dann geht's hier hoch und an der Stelle... Ja, das sieht schon besser aus zum Hochklettern. Da ist es schon gemacht. Hier nochmal... Die schöne Glocke. Oh, hier rum. Da sitzt auch schon der Adler und hebt ab. Etwas grau die Stadt. Also arg viele Farben gibt's hier nicht. Aber wir schauen uns mal um. Vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas Schönes. Da hinten ist auf jeden Fall das Meer und der Hafen. Was muss ich drücken? So, schauen wir uns mal um. Der Hafen, da habe ich auch sowas mitbekommen am Rande. Irgendwas Hafenmeister von Akon. Kann das sein? Möglicherweise sollten wir mal am Hafen vorbeischauen dann. Und ich sehe nichts, leider. Das ist natürlich eher nicht so geschickt. Aber wir gucken nochmal, haben wir uns auch nicht vertan. Bürger retten. Immer nur Bürger retten. Ne, vertan haben wir uns nicht. Dann machen wir uns auf zum nächsten Aussichtspunkt. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin ja, jetzt. Ist ja gut. Oh! Bin ich. Ich glaube. Ja, ich glaube, mit dem hat es auf jeden Fall was zu tun da. Aber. Huch, da hoch. Oh, ich fürchte, ich bin mal wieder in die falsche Richtung gerannt. Soll vorkommen auf jeden Fall, habe ich gehört. Hier war ich schon mal. Hier habe ich mal ein Attentat gemacht, das ich 1000-mal probiert habe. Ja, die gute alte Zeit, ich erinnere mich. Huch.
du. Ja, wo ist der denn? Der liebe Aussichtspunkt? Der da hinten. Immerhin sehen wir ihn, jetzt haben wir ihn vor uns, jetzt können wir da drauf zurennen. Das finde ich ganz gut, weil ihr wisst, das mit der Karte habe ich es nicht so. Da liegt ein Toter auf dem Boden. Kann man mal machen, ja. Ah, schön durch das Wasser laufen. Hier die Füße. Ja, ich wollte gerade sagen trocknen, ich bin gerade auch ein bisschen durch. Ne, okay, das funktioniert. Ich komme nicht näher, nein, nein. Das auf keinen Fall, ich wollte mich jetzt hier hinter dem Turm verstecken. Huch, was war das gerade? Bisschen unscharf. Und da schauen wir uns hier mal um. Ich hoffe, hier finden wir was. Hier finde ich es echt schön, muss ich sagen. So mit den Gärten, mit diesen kleinen angelegten Tümpelseen. Aber sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwas gefunden. Dann bleibt im Norden, wo ich ja hin soll, nur noch ein Aussichtspunkt, und zwar einer da hinten. Alter, hier die Brücke, da stehen vier Wachen einfach und da ist so ein Verrückter. Wer so rennt, wird mit jemandem zusammenstoßen. Nein, ich stoße mit niemandem zusammen, da müsst ihr euch echt keine Sorgen machen. Aber trotzdem lieb, dass die sich um mich kümmern wollen hier. Die Bevölkerung, also finde ich ja echt nett. Ja, ja, ich gehe schon. Ich gehe hier hinten rum einfach. Hier drüber. Oh, lol. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Hier waren wir auch schon mal. Hier haben wir auf jeden Fall ein Attentatsziel eliminiert. Ich gehe doch schon. Guckt. Schon weg. So gut wie weg. Ihr werdet mich gleich nicht mehr sehen. Moment, Sekündchen. So. Und da schauen wir uns um. Puh. Das war auf jeden Fall ein gefährlicher Weg hin. Und ich fürchte, zurück wird es nicht so arg viel einfacher werden. Und wir haben nichts gefunden. Also gut, die komplette Stadt hier haben wir auf jeden Fall uns mal angeguckt. Sekündchen. Hallo, kann ich die Karte nicht irgendwie bewegen oder so? Nein, nein, sieht nicht so aus. Okay. Ich meine, muss ja nicht. Man kann hinzoomen und rauszoomen. Ja, aber wie kann ich die denn bewegen? Hallo? Ah, mit WASD. Mhm. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu diesem Aussichtspunkt. Weil das mit dem anderen hat ja nicht so ganz geklappt. Ihr dürft nicht hier sein. Ich darf nicht hier sein. Dann gehe ich natürlich direkt und ich werde sterben beim Rutschspringen. Nein! Oh. Da hätte ich jetzt wirklich vermutet, dass ich direkt sterben werde. Sekündchen, ich habe nicht geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Noch geht's auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir machen es wieder so wie üblich. Bis zur ersten. Ja. Heute bin ich echt nicht so ganz. Bis zur ersten Nachforschung werde ich diese Folge gehen lassen und dann die erste Nachforschung vielleicht noch machen. Das wird sich dann zeigen, je nachdem, was es ist. Also, wenn es irgendwas ist, was ich eh nicht hinbekomme, dann mache ich es lieber in der nächsten Folge. So. Dafür hacke ich dir die Hände ab. So, gut. Jetzt etwas nach da. Der Kirchturm da hinten. Ist das der Aussichtspunkt, zu dem ich gerade hier ganz verzweifelt hinrenne? Kann das sein? Und jetzt nach da cool runterspringen. Richtig cool. Auch richtig toll abgerollt, muss man einfach mal sagen hier. Nein, ich flüchte vor niemandem. Aber ich möchte da jetzt hier rum. So. Da ist ein Templer auf jeden Fall. Jetzt sollte ich keinen Ärger machen. Sonst bin ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr... Das war Französisch.
Ich bin jetzt nicht der große Französischsprecher, aber das hat sich sehr nach Französisch angehört. Läuft. Hä, kann ich nicht da drüber springen so? Hopp. Ja, geht doch. So, und dann springe ich da drauf. Alter, oh mein Gott. Jump'n'Run, Profi. Mega geil. Hier eine epische Adventure-Map. Ja, so viel zum Thema Jump'n'Run, Profi. Aber kein Problem, kein... Das ist nicht wahr. Ich dachte gerade, ich springe schon wieder hier runter. Ja, wo ist denn der Aussichtspunkt? Also, seht ihr ihn? Ich habe ein bisschen Angst, dass es wirklich der Kirchturm ist. Aber ich muss ja dann auch langsam mal was finden. Ich meine, ich habe jetzt echt langsam, aber sicher die komplette Stadt erkundet. Vielleicht hätte ich eher Richtung Hafen gehen sollen, weil der Typ ja eh irgendwas mit dem Hafen zu tun hat. Ich weiß es nicht. kann man da hochklettern? Lasst es uns herausfinden. Erstmal springen wir hier drauf, das ist ganz gut, denke ich. Dann springen wir noch hier runter. Auch ganz gut. So. Ist das überhaupt der? Das ist gar nicht der. Okay. Auch gut. Immerhin haben wir es jetzt erfahren, dass es der falsche ist. Ich war da schon mal drauf. Ich erinnere mich, ich war schon mal auf dem Aussichtspunkt. Und da von da oben ist eine richtig coole Sicht. Das wird die Folge, wo ich dann als Ersatz Minecraft gemacht habe. Vielleicht habt ihr das damit bekommen. Ich habe einmal eine Minecraft-Folge gemacht, obwohl eigentlich ein Assassin's Creed kommen sollte. Und zwar war das wirklich aus dem Grund, dass ich in der Folge, in der ich da oben war, habe ich den Ton gelöscht. Na gut, dann erstmal hier nochmal runter. Wie bin ich hier nochmal hochgekommen? Ich weiß, das war nicht ganz einfach. Soweit erinnere ich mich. Huch. Aber wie genau bin ich da hochgekommen? Ich weiß, ich bin einmal sogar runtergefallen nochmal. Das ist ein Scherz. Das war keine Absicht. Hä? Jetzt bin ich echt, jetzt habe ich gerade gesagt, ja einmal bin ich auch noch kurz runtergefallen. Und dann falle ich einfach recht runter. Ach egal, der Aussichtspunkt, der geht mir jetzt langsam auf die Nerven hier. Mann, machen wir irgendwas Schöneres. Machen wir den Aussichtspunkt da hinten. Da war ich eh schon mal oben. Da von oben ist eine echt coole Aussicht auch auf das Meer und so. Oh Gott, ich dachte gerade, ich springe voll auf den drauf. Und da ist schon wieder ein Templer rechts gewesen. Alter, wie viele Templer hier sind. Und ich frage mich, warum, wenn die wissen, dass ich hier die ganze Zeit Leute umbringe. Man muss mich doch erkennen. Hallo, ich hab immer dasselbe an. Das ist kein Scherz, ich hab echt immer das gleiche an. Hier war übrigens auch schon mal irgendeine Mission. Das ist irgendwie ganz nett, wie man, wenn man hier so durch die Städte geht, wie man echt sieht, okay, hier war ich schon mal, da erinnere ich mich dran. Finde ich echt eine coole Sache. So, da hinter mir sind Leute und Wachen, aber die scheinen sich nicht wirklich dafür zu interessieren, was ich hier mache. Hier, die Aussicht meine ich, dass sie doch einfach... Oh, fail. Dass sie doch einfach mega gigantisch cool aus. Man muss es einfach sagen. Ich find's echt... Doch, Akon gefällt mir richtig gut. Da, ja, also, ich sag mal so. Ich hatte mir jetzt schon etwas mehr erhofft. Als gar nichts. Aber was will man machen? Wenn man da runterspringt, ist man übrigens tot. Das habe ich in der Folge... In besagter Folge auch schon ausprobiert. Besagter Folge. Hört sich irgendwie komisch an. Was ist das da? Das sieht auch nicht aus, als wäre das eine normale Wache hier. Das sind alles Templer. Das ist die Templer-Hochburg hier, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich hab's eilig, das ist richtig. Was ich auch echt witzig finde, wie die ganzen Leute hier immer so ihre Kommentare dazu geben, obwohl ich nur renne. Oder jogge oder was auch immer. Immer irgendein Kommentar. Ich könnte es ja wirklich verstehen, wenn die irgendwas sich wundern, wenn ich irgendwelche Wände hochkletter oder von Häusern runterspringe oder sowas. Aber bei manchen Dingen frage ich mich, darf man hier nicht mal rennen?
Hä? Hä, was ist jetzt los? Da oben hin? Na, kein Ding. Kein Problem hier. Gehen wir erstmal hier hoch. Einmal tot habt ihr ihn verloren. Okay. Lass ihn nicht noch einmal entfliehen. Okay. Ich weiß, du bist in der Stadt. Und ich werde dich zur Strecke bringen. Scheiße. Alter, die Ansage hat mir gerade echt Angst gemacht. Huch, echt Angst gemacht. Der hat gesagt, ich weiß, dass du in der Stadt bist. Also ihr habt's ja gehört. Ich wette, der hat von mir geredet. Der hat hundertprozentig von mir geredet. Okay, die wissen, dass ich in der Stadt bin. Soweit habe ich das jetzt mitbekommen. Und die versuchen mich zu töten. Da ist gerade ein Wachtrupp von 5 Leuten oder 6 vorbeigelaufen, um mich hier zu finden und ein für alle Mal zu töten. Schert euch vor! Oh, Fail. Okay. Na gut, aber den kriege ich relativ schnell down. Das ist kein Problem, kein Ding. Hat auch niemand gesehen. Und jetzt schnell umschauen. Bevor noch mehr passiert. Der versucht wieder aufzustehen, aber irgendwie hat er einen Schwächeanfall oder so. Man weiß es nicht, man munkelt da so die unterschiedlichsten Dinge. Nein, wir haben was gefunden. Informantenherausforderung Dachrennen. Wirklich, ich freue mich. Und jetzt gucke ich mal, wie weit wir sind, aber ich denke, das schaffen wir noch, oder? Ja, ich meine, na gut. Na gut, doch, das schaffen wir. Da bin ich jetzt mal zuversichtlich. Und go. So. Gut, 30 Meter, dann habe ich eine Herausforderung. Ein Dachrennen, möglicherweise startet es auf... Oh, nö. Auch gut. Möglicherweise startet es auch auf dem Dach. Scheiße, das war gar nicht gut. Aber den muss ich jetzt schnell töten, bevor der andere da hinten das sieht. Okay, das hat mir Angst gemacht. Oh mein Gott. Erstmal Schwert auswählen. Puh. Das war jetzt nicht so gut. Informantenherausforderung. Informantenherausforderung, hallo? 8 Meter in die Richtung. Wo... Also, ich meine, ach nee, 8 Meter in die Richtung. Ach, guck mal, hier direkt unter uns. Und ich sehe es natürlich mal wieder nicht. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ja, genau so schaut man, was Leute zu sagen haben. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Ich will es haben! Und go! Sehr gut. Erstmal in die Du wirst da doch wo hochklettern können. Ich glaube, ich spinne. So. Und jetzt einfach nur rennen. Alter, wie weit das ist. Bisher waren die Dachrennen immer so, dass es gut gereicht hat. Und in Dachrennen war ich auch nie wirklich so schlecht. Ja, ich laufe einfach nur. Ich bin hier nicht erwünscht, das verstehe ich absolut. Das ist auch der Grund, weshalb ich einfach schnell wegrenne. Weil ich mir schon dachte, dass ich hier nicht so... sehr erwünscht bin, so. Dann hier auch ein bisschen in den Straßen entlang, in der Richtung. 60 Meter. Wir haben noch 46 Sekunden, 44 noch. Noch knapp 20 Meter, noch 30 Meter. Oh mein Gott, wir schaffen es. Wenn ich jetzt nicht ganz, ganz viel Kacke baue, dann müsste der da oben sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist er? Hallo? Bitte was? Ach, da oben. Oh Gott, hallo. Nein! Friede sei mit euch, Bruder. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Gedächtnisabschnitt 5, Nachforschung beendet. Brief, der beweist, dass Siebrand sich auf sein privates Schiff zurückziehen wird. Wir werden noch auf ein Schiff gehen, aber das alles werden wir in den nächsten Folgen tun. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Hier schön mit... Entschuldigung, mit der Sonne im Hintergrund. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.